Dann kann ich eigentlich auch wahrscheinlich Decap machen. Und? Ja, schade. Hätte funktioniert. Friss den Scheiß. Hui! Okay. Ich will die Gap schaffen. Ja, das hat ja hervorragend funktioniert. Ich wollte vorher noch wechseln. Man kann nicht wechseln, wenn man in der Luft ist. Schade. Ich wollte uns eigentlich nur ein bisschen Zeit sparen. Okay. Da. Nicht in die Lava fallen, Marsch. Ich sehe leider nicht viel. Hey! Ah, egal. Du bist unzerstörbar, Marge. Also, stell dich nicht so an. Frau. Okay. So, ne, Moment, das war der richtige Weg. Ob ich, hier muss doch noch irgendwas sein, ist ohne Scheiß. Das kann es noch nicht gewesen sein. Den haben wir aufgemacht. Ist da irgendwo oben was oder so? Eigentlich überall, wo diese Rampensäue sind. Hier, das kann man bestimmt kaputt machen. Oder so. Und 12 holen wir uns auch noch. Einfach nur, weil wir es können. Ich schätze mal, mit den Viechern müssen wir jetzt wahrscheinlich das Tor da irgendwie kaputt machen. Oder es öffnet sich einfach so. Das ist natürlich auch. Das wäre dann Plan B. Ja, okay, da kann ich leider nichts anvisieren. Schade, schade. Ja, privates Zocken, genau. Kann ich ja auch mal ein bisschen erzählen. Ich kam jetzt ja wieder am Wochenende ein bisschen dazu. Bin immer noch bei Mafia dran, das zu platinieren. Und habe jetzt eigentlich schon wirklich einen Großteil geschafft. Also missionstechnisch, ich zocke es ja gerade auf schwer durch, bin ich jetzt in der vorletzten Mission, wo man das Geld sammeln muss. Problem ist nur, genau, währenddessen hole ich nämlich die ganzen scheiß Steckbriefe, die überall quer verteilt sind. Was bist du? Otto! Was geht? Wow! Was war das denn? War sowas doch nicht. Reiser, warum bleibst du liegen? Gefällt mir aber ganz und gar nicht. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Diablo! Diablo! Sehr cool. Gefällt mir. Also entweder Diablo oder... Ne, okay, Gauntlet. Ich habe nichts gesagt. Das ist definitiv Gauntlet. Kennt wahrscheinlich keine Sau von euch. Da gab es nämlich auch mal so diese Endlos-Spawn-Punkte. Und das ist halt wirklich so ein Arcade-Klassiker. Ich sollte wahrscheinlich eher die Kinder nehmen, die ich hier befreie. Die Kinder des Zorns. Immer noch Otto. Oh, die mit ihren Kack-Explosionen, ne? Oh, hör mal auf damit, ey. Weißt du, was ich hier mit Zuma? Ist mir scheißegal. Alter, die ziehen gar nicht so wenig ab, ey. So, Penner. Ah, okay, da ist der Schlüssel. Ja, das war eigentlich so immer das Spielprinzip von Gauntlet. Man konnte sich, glaube ich, zwischen 4 Charakterklassen eine auswählen. Oder aus 4 Charakterklassen eine auswählen. Und die konnten dann auch alle andere Sachen und sowas. Und letztendlich hatte man immer Zeitdruck. Man musste immer einen Schlüssel finden oder mehrere Schlüssel, sodass man dann in den Teleporter zum nächsten Level kam. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Endlich-Level gab oder ob es so eine Begrenzung gab. Keine Ahnung. Bleib hier! So. Ich mach's aber jetzt trotzdem erstmal mit dem Humor. Gucken, was da drin ist. Ah, mal was für ihn. Sauber. 6 habe ich mit dem schon? Ernsthaft? Ja, heilige Scheiße. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, dann viel Spaß, Kollegen. Ja, holla, die Waldfee! Beschützt mich, Kinder! Okay, unterstützt du auch noch mal ein bisschen? Ein bisschen ist gut. Ich hab doch gesagt, du sollst dich verwandeln! Ich sehe nicht mehr sehr viel. Achso, man sollte vielleicht das Spawn-Moped kaputt machen. Wäre vielleicht sinnvoll, ne? Oh, Alter, ich sehe bei diesen ganzen Geblitzen, sehe ich einfach nichts. So. Himmelarsch, ey. Okay. Seid ihr jetzt soweit, oder was? Boah. Was eine schwere Geburt. Aber das finde ich jetzt wiederum sehr cool. Genau.
Ich möchte da nicht runterfallen. Ist bestimmt noch irgendwas hinter. Okay, man kann es nicht zerstören. Ich weiß nicht, ob die Musik dem auch angelehnt ist. Nein. Haben wir nochmal drei neue Rekrute? Nein, doch nicht. Autosave, dankeschön. Komm, komm. Wir kriegen das kaputt. March. Meine Rekruten sollen sie ablenken. Da oben ist direkt Non-Spawn-Punkt, ne? Habe ich recht? Ja, ich habe sowas von recht. Das ist schon direkt der nächste Schlüssel. Die ziehen glücklicherweise nicht so viel ab wie die Aliens oder so ein Scheiß. Oh, komm, zerstört es, zerstört es. Oder dann zerstöre ich es halt. Ist mir auch egal. So. Habe ich sie wieder alle? Sehr gut. Perfekt. Ah, du Wichser. Arschloch. Oh, hör auf damit. Das nervt. So, dankeschön. Kein Schlüssel mehr, ne? Ach, shit. Shit. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Humi. Denn, den können wir einfach den hier machen. Bums! Ah, das klappt schon. Das klappt schon ganz gut mit ihm, muss ich schon sagen. Hörst du wohl auf? Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal weiter hoch, weil ich weiß nicht, ob da oben was... Okay, da oben sind zwei Schatztruhen. Okay, der ist schon mal weg. Ja, explodiert. Lustig. Ah, die ziehen auch wirklich nicht weniger. Komm, zack. Und zack. Für jeden einen. Ist doch nett. Okay, ich glaube, jetzt brauche ich mit jedem noch 5, ne? Ach, bin ich dumm. Ja, okay. Wie oft ich auch schon den Röps benutzt habe, ne? Sehr, sehr oft, ich weiß. Okay. Ich muss wirklich sagen, also das Spiel, kann schon mal ein kleines Resümee abgeben, auch wenn da noch ein bisschen was kommt. Ist so ein bisschen zweischneidig, also ich freue mich nicht so richtig darauf, das zu spielen, aber wenn ich dann solche Sachen sehe, dann finde ich das schon wieder sehr gut. Was? Warriors do it two-handed. Also ich meine, das wäre jetzt eigentlich ein Frevel zu sagen, dass es keine Abwechslung bietet, das Spiel, weil die bietet es eigentlich definitiv. Aber das ist, also von dem reinen Gameplay her ist das halt, nicht unbedingt sehr abwechslungsreich. Deswegen freue ich mich vielleicht nicht so darauf. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist halt ziemlich solide. Also für einen Lizenztitel, was ist das? Whipmaster 2000. Anspielung auf Castlevania. Nee, also für einen Lizenztitel ist das sehr gut. Wirklich sehr gut. Eigentlich wirklich schon fast eine Referenz. Aber wenn man es halt, ich sag mal, mit normalen Spielen vergleicht, bietet das sehr, sehr viele nette Ideen, aber vom reinen Gameplay her ist das, ja, es funktioniert zumindest so einigermaßen. Sprungsteuerung ist ein bisschen verkorkst, die Kampfsteuerung ist ein bisschen kacke. Mit Humor macht es schon wieder Bock, aber mit allen anderen, von den Ideen her, mit den Fähigkeiten und so, zwar sehr cool, aber umständlich zu steuern. Zum Beispiel mit Bart, also dieses Cape. Warum kriege ich das denn nicht kaputt? Dankeschön. Ist jetzt noch irgendwas? Nee. Schade. Ja, dieses Cape, das war immer sehr umständlich zu steuern. Das mit der Lisa fand ich eigentlich grundsätzlich alles cool. Was passiert nun? Ach du Heilige, okay. Bossfight! Ach, Dragon Slayer, cool. Habe ich jetzt gleich auch Quicktime Events? Das würde mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also nicht, dass ich auf Quicktime Events stehe, aber... Aber die Leute, die Dragon Slayer kennen, die wissen, wovon ich spreche. Nein! Ach komm, dann hau wenigstens deine Kollegen auch kaputt. Oh. Was war das gerade da oben? War das ein, hier, Dingenskirchen? Irgendwas ist da oben. Das war eine Chili, ne? Habe ich richtig gesehen? Ah, verflucht. Komm, schaffst das! Jawohl. Okay. Ui! Ein Goldzahn. Fick dich. Lass mich in Ruhe! Du Sausack! Komm! Mach das Knie kaputt! Scheiße, Marsch ist tot! Uiuiuiui. Okay, jetzt ist es langsam gerade ein bisschen sehr knapp. Hui!
Komm, mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt, danke. Muskuler Gamma! Immer noch. Okay, ich glaube, das sind jetzt, dürften glaube ich alle gewesen sein. Zumindest von den Spawnpunkten her, oder? Ist hier noch auch noch. Hier noch da ist noch eine Drecksau! Ich glaub's ja nicht, ey. Danke. Gut, gut. Dann brauchen wir noch ein paar Kinderarbeiter hier. Auf wie doof rumzurennen. Dankeschön. Da oben war nur die Chili, ne? Red Hot Chili Pepper. Ach, guck mal, da sind noch welche. Da hier ist noch so ein Spawn-Kack. Ich vertraue mal den Kindern, ne? Oder dann vertraue ich den halt nicht. Boah, ist ja immer euch tot. Ich glaub's nicht. So. Ja. Oh, wieso klappt das denn nicht? Da oben ist aber auch noch was, ne? Das sehe ich doch ganz eindeutig. Ein Helium-Moped, okay. Nein! Okay, aber vielleicht soll ich einfach mal fett bleiben. Vielleicht klappt es dann. Na, so leider nicht. Nochmal. Ach, guck mal. So einfach kann es gehen. Wo soll ich denn jetzt hinfliegen, bitteschön? Ach, da hinten. Okay, machen wir uns wieder normal. Ich behaupte fast, wir sollten eigentlich darüber kommen können. Irgendwie. Okay. Nein! Bleib schön da oben. Nein! Warum ist das Ding aus Glitch? Okay. Nein! Oh, zu früh normalisiert. Fick die Henne. Okay. Gut. So, zack. Ich frage mich jetzt gerade nur, was ich hier machen soll. Maggie! Wie soll ich mit ihr da hochkommen, sag mal? Okay. Ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja, es ist so Dragon's Lair, jetzt wird nur noch die Tussi, die eigentlich hier drin sein soll, zum Befreien. Ah, sieht aber nicht so aus, als wenn da jetzt eine hübsche Frau drin wäre mit fast nichts an. Okay, komm, ich muss irgendwie da hochkommen. Vernichte das! Ah, ich muss die opfern! Wie böse! Ja, holla die Waldfee. Das ist ja mal nice. Was ist da auf den Münzen drauf? Ach, der doppelköpfige Drache, okay. Hey! Nur noch vier. Toll. Hilft mir jetzt unbedingt weiter, ne? Scheiße. Ja, machen wir das zweite hier kaputt. Oder opfert euch, genau. Aber vielleicht sind da jetzt vier Stück im Auge drin. Das wäre natürlich super. Aber das bezweifle ich einfach mal stark. So, zack. Komm, Alter. Ah, sehr cool. Ich dachte, das wäre jetzt auch wieder wie so ein normaler Lüftungsschacht aufgebaut. Also gibt es auf jeden Fall ein bisschen was für uns, weil sonst wäre es jetzt hier nicht so... Ja, ja, guck mal. Ist das das andere Auge? Die epische Musik auch die ganze Zeit dabei, ne? So, dann gehen wir schon mal ab zum Schalter. Aber ich drücke noch nicht, weil vielleicht kann man links oder... Kann man nicht, okay. Wäre auch zu schön gewesen. Piu! Wow! What the shit? Karten? Mhm, mhm. Bin schon froh, dass es hier keine Gegner gibt. Ja, okay. Jetzt besiege ich gleich mit Maggie den Boss. Ja, komm, jetzt will ich aber wieder ganz normal kämpfen, danke. Da!
Welcome to die! Ich helfe euch, Kinder! Kines. Achso, lebt noch einer. Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir durch. Hoffe ich, denke ich, vielleicht. Ah!